Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind auf dem Weg wieder nach Koroll. Wir hatten das Tagebuch hier von irgendjemandem gefunden, im Auftrag der Kämpfergilde. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier das Migral, oder wie er jetzt nochmal hieß, zurückzubringen. Oder nach da, nach Koroll, zu unserem Auftraggeber. Daher, ich bin aber hier ein wegestreuer Mensch, sagen wir mal so, Nord. Erstmal, der irgendwann später im Laufe seiner Geschichte der dunklen Seite übergeht. Aber erst einmal wegestreu. Und ich glaube, wegestreu zu bleiben oder zu sein, ist hier erstmal das Schwierigere. Und danach kann man irgendwie wirklich sich kriminell werden lassen, der Diebesgilde und der dunklen Bruderschaft anschließen. Ich war kurz am Überlegen, wo muss ich lang? Die aufgegebene Mine müssten wir auch mal irgendwann machen. Okay, der Himmel wird schon rot. Ich frage mich eigentlich, wie viele von den Oblivion-Toren hier wirklich auftauchen. Und was gibt's denn nochmal alles für Skills hier? Schwertkampf. Stumpfe Waffen. Nahkampf. Und Schütze. Und halt Blocken. Okay, Blocken und Schwertkampf ist das, wo wir uns aktuell erstmal drin fokussieren. Okay, da haben wir jetzt gerade Schaden bekommen. Ich finde es krass, wie lange der Himmel jetzt so bleibt. Warte mal, wo genau befinden wir uns jetzt? Okay. Graufelsenhöhle, Grünmethöhle. Müssen wir definitiv irgendwann mal reingehen. Aktuell, ich traue mich noch nicht in so viele Orte rein. Ich bleibe erstmal anfangs noch an den Hauptstraßen, weil da fühle ich mich am sichersten. Aber sobald wir vielleicht ein bisschen aufgestiegen sind, so sagen wir mal ab Level 10, würde ich die ersten Schritte wagen, frei, also von den Straßen runter zu gehen. Und vielleicht auch schon dann die ersten Waffen haben, womit wir auch gegen Geister ankommen, als Beispiel. Gegen Geister müsste eigentlich schon Silber helfen, glaube ich, oder? Auf jeden Fall schon mal bessere Waffen, dass die sowas haben. Und bessere Rüstung. Und schwere Rüstung auf jeden Fall, die auch noch höher skillen. So, komm, hoch. Thank you.
allem, warte mal, wenn wir hier nochmal gucken. Auf Stufe 50. Wir haben die Stufe 50 erreicht. Deswegen setzt Rüstung aus Eisen, Stahl, Ebenholz sowie aus zwergischer, orkischer und dänischer Fertigung wirkungsvoller ein. Also die Wemal-Rüstung gibt es hier, also zwergische. Wo kriegen wir die Zwergenrüstungen her? Und warte mal. Gibt es hier auch... Was gibt es hier unter leichter Rüstung? Macht wirkungsvolleren gebrauchten Rüstung aus Fell, Leder, Petten, Mithril. Mithril gibt es hier noch, okay. Glas und aus elfischer Fertigung. Ich hatte gedacht gehabt, so hier gäbe es vielleicht, eventuell, weil es hier auch Eladen Ruinen gibt, vielleicht auch eine Eladen Rüstung. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Sorry, musste kurz auf was antworten. Aber ja. Da sind wir wieder. Wir sind auf dem Weg nach Koroll. Über die Brücke diesmal. Ja. Aber es ist auch verdammt häufig hier am Regnen, muss ich sagen. Ich würde hier gerne mal öfter Sonne haben. Auch wenn Regen schön ist, finde ich, in Spielen. Recht. Ich habe nichts für ihn. So, aber wir hatten ja gerade das Thema mit den Rüstungen gehabt. Ich hatte jetzt eher wirklich erwartet, dass hier vielleicht keine Dwemer sind jetzt in Oblivion, sondern Eladen. So die alten Elfen, kann man sagen. Und dass man dann von denen irgendwie eine Rüstung findet oder kriegt. Finden wir wahrscheinlich noch früh genug raus, gehe ich mal von aus. So, der liegt immer noch hier. Warte. Dann können wir seine Sachen doch mal mitnehmen und gleich irgendwo verkaufen. Nein, das wollte ich nicht. Ich drücke immer noch die falschen Tasten. Ich muss mich wirklich irgendwann mal dran gewöhnen. Es sind aber auch einfach viel zu viele Spiele, die ich momentan gleichzeitig spiele. Und bringe die Tasten hier auch irgendwie ein bisschen durcheinander oder... Vergesse es so. Vor allem, ich frage mich eigentlich auch, ab welchen Rang lohnt es sich mal in so eine in so ein Oblivion-Tor reinzugehen. Weil ich hätte gerne wirklich auch komplettes dädrisches Set. Das ist irgendwie das Ziel in jedem Elder Scrolls-Teil, was ich möchte.
und Devra-Rüstung. In Skyrim zum Beispiel, da geht das sehr schnell, sagen wir so. Da kann man das wirklich richtig, richtig schnell haben. Vor allem, ich glaube sogar auf Skyrim wäre das einzige Spiel, was ich momentan besitze, also für den PC besitze, was ich auf Xbox oder PlayStation besitze, da ist auch sehr viel, aber das einzige Spiel, glaube ich, wo ich wirklich von Anfang bis Ende weiß, was ich zu machen habe, was ich vorhabe, so. Ich glaube, Skyrim ist aber auch das einzige Spiel. Ne, Fallout 4 auch. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Spiele, wo ich wirklich zu 100% weiß, was ich als Ziel habe, was ich, wo ich das Spiel schon quasi, oder die Spiele schon komplett auswendig weiß. Da bin ich eigentlich auch froh, dass die Anniversary Edition momentan rausgekommen ist, wo sehr viele neue Story-Erweiterungen dazu kamen. Dass ich dann da auch ein paar Quests habe oder sowas irgendwie, wo ich nicht weiß, was ich machen soll oder kann. Ja. Oh, hallo. Hallo. Ein angenehmer Ort. Aber Talasma ist immer so. Das ist ganz schön. Ja, der kauft nicht alles an. Ich brauche einen Händler jetzt eben ganz schnell. Gut, komm, wir gehen zuerst hier rein. Wo ist der Kollege, den wir suchen? Oben. War er das? Ne. Ach, jetzt ist er hier ganz oben. Okay. Bewegung. Wo drin? Warum sprecht ihr mit mir? Solltet ihr nicht Maglia aufspüren? Maglia? Also, ich nehme an, ihr habt schon mit Maglia zu tun gehabt. Erzählt mir, warum er seinen Auftrag nicht erledigt hat. Notleiden. Ihr habt das Tagebuch. Gut. Also, was ist in Skingrad passiert? Er hatte keine Not gelitten. Hier ist das Tagebuch. Ich habe die Aufgabe erfüllt. Hier ist das Tagebuch. Ich falle ihm jetzt aber auch nie den Rücken. Ihr habt das getan? Ich werde mir Maglia bald vornehmen. Ich brauche keinen Feigling, der auf einen anderen Feigling aufpasst. Wie dem auch sei. Wenigstens ist die Arbeit erledigt. Hier ist euer Lohn. 100 Gold? Die Brüder Odil sollten es besser wissen. Überlasst solche Probleme lieber der Stadtwache. Dafür wird sie schließlich bezahlt. Die Brüder Odil sagen, merkwürdige Kreaturen würden ihren Hof angreifen. Sind alleine los, um sie aufzuhalten. Ihr armer Vater ist krank vor Sorge. Okay, Pflichten. Ihr seid wieder hier, weil ihr mehr Arbeit braucht, oder? Ja. Gut. Einige unserer Jungs machen in Leia Wind Schwierigkeiten. Das wirft kein gutes Licht auf die Gilde. Ärger machen? Einige eurer Brüder sind in der einheimischen Taverne handgreiflich geworden. Ich habe kein Problem damit, wenn es mal kracht. Aber ich mag es nicht, wenn wir alle schlecht dastehen. Sucht Relian, Vantus Prelius und Dubor Kroschak. Ich hatte noch nie Probleme mit ihnen. Also findet heraus, was da los ist. Okay, Gerüchte. Heutzutage verirren sich nicht viele Wanderer in diese Gegend.
Ich warte. Er ist wirklich ganz komisch. So, aber wir schlafen mal. Ist schon gleich abends. Okay, dann rasten wir mal so lange. Dann können wir gleich unsere Punkte irgendwo einsetzen. So. Wählen Sie drei Attribute zur Verbesserung. Ihr seid aufgestiegen zur Stufe 5. Alles, was Sie tun, läuft einfach ein bisschen leichter, instinktiver, zufriedenstellender. Es ist, als besäßen Sie plötzlich schärfere Sinne und Instinkte. Ja, ich würde vielleicht nochmal hier rein investieren. Persönlichkeit sogar 5. Und hier rein. Ja, fertig. So, und suchen wir einen Händler. Oh, ist doch ein bisschen dunkel. Wieso ist das euch? Habt ihr gehört, ob Renoid neue Bücher auf Lager hat? Neue Bücher? Wer kann sich denn all diese Bücher leisten? Ich ganz bestimmt nicht. Betrunkener Ruhestuhl. Mutterin Oren hat mir eine weitere Pflicht aufgetragen. Ich muss nach Leyevin reiten und dort herausfinden, weshalb drei Mitglieder der Kämpfergilde, Dubok Groschak, Relian und Vantus Pelius, Ärger gemacht haben. Leyevin. Da haben wir Gravier. Leyevin, ich so weit nach Süden müssen wir jetzt. Okay. Weiter. Reinald Germane hat ein sehr schlechtes Gedächtnis. Das ist ein weiter Weg nach Süden. Das war Eiche und Krummstab. Ne, das war eine Taverne. Okay. Händler. Athletik hat sich auch wieder verbessert. Nice. Renoids Books, Bücher. Wo gab es hier Händler? Tür zu Malintus Ankrus Haus. Valus Odils Haus. Modrin Orens Haus. Ah, hier wohnt er. Okay. Renald Germans Haus. Spricht man die alle hier ein bisschen französisch aus oder wie? Habt ihr mal eine Münze? Volkwitz Kasslowin. Ja, wo haben wir hier einen vernünftigen Händler? Der uns den Rest hier abnimmt. Wo haben wir Händler? Oder ist der ein Allgemeinhändler hier? Honditar. Honditar heiße ich. Ich bin Jäger und ein Mann der Berge. Korol? Das Wild hier ist ziemlich launisch. Man muss es schnell erlegen, sonst kommt es zu einer vergnüglichen Jagd. Pfeile mit Gift können hilfreich sein. Und das Fleisch wird dadurch nicht schlecht. Okay, Gerüchte? Dieser Eugal Belet ist ein seltsamer Kauz. Man sagt, dass zu allen Tages- und Nachtzeiten merkwürdige Geräusche aus seinem Haus dringen. Okay, danke für Schönen Tag. Ebenso. Dann gehen wir mal lieber.
Okay, auf Richtung Süden. Sehr weit nach Süden. So. Warte, wollen wir auch noch ein bisschen voll machen. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal unterwegs nicht angegriffen. Obwohl ich nicht weiß, wie das jetzt im Süden da aussieht. Boah, ich freue mich schon eigentlich, den Süden hier zu sehen. Wenn es mal aufhören würde mit dem Regen. Vor allem aber auch krass, hier von überall kann man die Quäserstadt hier sehen. Akrobatik. So, Festung 8, da werden wir immer wieder durchgehen. So, ich frage mich aber auch, was ist die Maximalstufe, die man hier erreichen kann? In Skyrim ist das ja so, man kann schon quasi endlos in die Höhe gehen, was die Stufen angeht. Weil man kann die Fertigkeiten quasi zurücksetzen, indem man die auf Legendär setzt. Dann kriegt man die Punkte zurück. Aber hier war es ja halt noch nicht. Morrowind haben wir ja auch noch nicht die Maximalstufe erreicht, glaube ich. Da ging es ja auch schon für uns bis auf Stufe 70, glaube ich. Vor allem auch, ich finde das irgendwie auch lustig hier, so, die Welt geht im Grunde unter, die ganzen Tore nach Oblivion. Es ist, ihr seid es, der Held von Quatsch. Ich bin der Held von Quatsch. Genau. Was ist los? Ja, aber wirklich hier, die Welt geht vor die Hunde, wird von Oblivion überrannt. Aber wir müssen erst einmal hier die ganzen Nebenaufgaben erledigen und sowas. Finde ich auch irgendwie einfach lustig. So, Wavnet Herberge. Und Lea Wien. So, und da haben wir auch nochmal eine Elden Ruine. Dann gibt's hier dann auch eigentlich eine Dwemer Ruine irgendwo? Zumindest im nördlichen Teil irgendwie. So,
So gut kenne ich mich im Cerodiel auch nicht aus, um zu wissen, dass ob da noch irgendwie irgendwo was anderes gibt, also Dwema. Wer wo? Ach so. Und jetzt fällt um und verblutet. So. Das nehmen wir mit. Eisenbogen können wir verkaufen. Können wir verkaufen. Oh, wir haben da einen Pfeil im Schild hängen. Okay. Vielleicht noch mal kurz speichern. Ich glaube, einen Layerbeam können wir verkaufen. Bereich wird geladen. So, Windersel, alte Brücke, Pelztor. Grüne Straße haben wir noch gar nicht betreten, also ein Bravil und ein Leia Wien waren wir noch nicht. Sonst hätten wir da bestimmt irgendwas schon längst entdeckt. So, ein Ernte, kleine Krabbe. Sumpffieber, ja super. Stärke wurde entzogen. Entzugstärke. Entzug Konstitution, so ein Fieber. Okay, wir müssen irgendwie eine Krankheitsheilung haben. Kriegen. Aber wir haben hier noch was. Das hier. Das ist ja auch ein Minus. Auch negativ. Also ist das wahrscheinlich ein Fluch. Da ist ein Klanban, kann das sein? Zwei Klanban, ne? Ja. Okay, der hat aber nichts. Und da ist noch ein Klanban. Den tippe ich jetzt aber nicht nochmal mit 100, oder? So, einmal schnell heilen. Magie reicht wieder nicht aus. Und bei Pelztor müssen wir dann
wieder nach Süden abbiegen. Jetzt nach Süden. Wie geht es euch? Es ging schon besser. Wie steht's bei euch? Nicht schlecht. Von den Niederungen des großen Forstes steigt das Gelände zum Hochplateau des kolovianischen Westens an. Wirklich? Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Es gibt schlechte Nachrichten aus Kirim. Die Graubärte sprechen vom Ende aller Zeiten. Das ist unglaublich. Wie können die Götter das zulassen? Bis später. Lebt wohl. Hallo. Die Dialoge hier, sie sind einfach Bombe. Wer ist das? Schlerus Sestius. So. Achso, ich hätte hier erstmal dran vorbei. Gesundheit endlich wieder voll. So, hier einmal speichern und weiter. Ich habe gefunden Hornhöhle. Das da vorne wahrscheinlich. Wer war das? Wer ist denn das? Dronaria, Narae. Bitte fahrt fort. Man sagt, es herrschen schlimme Zeiten in Quatsch. Die Stadt ist völlig zerstört. Es gibt kaum Überlebende. Lebt wohl. Hätten wir rein theoretisch Quatsch besuchen können, noch bevor es zerstört wurde? Würde mich schon interessieren. Okay, das ist noch der richtige Weg. Ist das jetzt genau vor Bravil? Da unten. Was ist denn das? Faregül. Entdeckt. Herberg zur Faregül. Ah, okay. Schenken zum Flächen oben haben wir auch wieder gefunden. Sorry, ihr werdet das jetzt wahrscheinlich den ganzen Let's Play über mitkriegen, wenn diese Melodie ertönt, dass ich einfach still sein werde und nichts sage. Einfach um diese Melodie zu genießen. Ah, okay, das war noch nicht Bravil. Bravil ist erst da hinten. Wer sind aber die hier? Seid gegrüßt, Nord.
Gräfin Alessio Karl. Was? Es gibt Probleme mit ein paar finsteren Gestalten. Begebt euch zur Fünf-Klauen-Unterkunft. Ihr werdet schon sehen. Okay, Fünf-Klauen-Unterkunft. Unser Leben ist nicht immer einfach, aber die Menschen wollen bedient werden. Okay. Auf Wiedersehen. Danke, ihr habt mir schon mal sehr weitergeholfen. So, was kann ich für euch tun? Leavin? Eine Ork namens Masoga. Sie sagt, sie sei ein Ritter. Wohl kaum. Der Graf will wissen, was es damit auf sich hat. Warum sprecht ihr nicht mit ihm? Der Graf hält seine Audienzen beim Thron im Ratssaal. Und zwar wochentags zwischen 8 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags. Okay, Quest anfügen. Masoga, der Ork. Ihr könnt den Grafen am Thron sprechen. Wochentags zwischen 8 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags. Okay, mehr hat er jetzt auch nicht zu sagen. Auf Wiedersehen. Was mit Hallo. Oder ihr? Die da. Was wollt ihr? Nichts. Wiedersehen. Alles gut, danke. Der Weg ist aber noch richtig, oder? Ja. Wir kommen gleich wirklich zur ersten Bravil an und machen dann eine kleine Rast oder so. Dann Wildschwein, ja. Ein Peiler. Wie viel Blut hier jetzt überall ist. Eberfleisch. Ist 20 wert. Natürlich. Lasst es uns zu Ende bringen. Warum sind hier so viele weibliche Banditen? Warum wollt ihr? Ah! Ich werde euch in Stücke was hacken. Was ist das für eine Waffe? Was ist das? Eiserner Streitkolben? Kann ich noch mitnehmen? Okay. Aber warum sind hier so viele weibliche Banditen? Hier reicht wieder nicht aus. So, komm. Au. Au, den hier weg. Out. Wir nehmen nicht jeden Scheiß mit.
so Braunschimmelstelle. Ja? 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 Bogrum Grogalasch interessiert sich nur für die einsame Freierunterkunft. Er investiert all seine Kraft und Zeit darin. Okay. Auch ihr. Wessen Pferd ist das? Na, auf jeden Fall ein Rotfuchs. Die Nachtluft und okay. 4 Uhr abends, also müssten noch 7 Silberheim auf dem Wasser. Der gerechte Handel. Sieht ein bisschen aus wie so eine Westernstadt. So leicht. So, ihr könnt ihr immer ein gutes Geschäft machen. Ich bin Nilaven. Was kann ich euch bringen? Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Ja, ich würde den hier gerne verkaufen. Den eisernen Bogen auch gerne mal. Ich glaube, die Eisenpfeile kann ich auch verkaufen. So, bis 800 wert kann ich verkaufen. Ein guter Preis. Handelsgeschick, Fertigkeit verbessern. Ah, okay. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Das klingt nach einem... Das ist... Ein Ex... So. Der herstellt Stärke 5 Punkte an selbst? Oh. Hier. Eine darfst du haben. Beehrt uns bald wieder? Ja, mach ich. Irgendwann. Seht euch vor. So. Hier haben wir die Kämpfergilde auch nochmal. Warlock's Luck. Des Hexenmeisters Glück. Ist das eine Gilde oder ist das Ungarn? Probiert einmal den Laden Hexenmeisters Glück aus. Ich mache nur Spaß. Alles hier ist absolut sicher. Ich habe es selbst ausprobiert. Ungarion, Abenteurer im Ruhestand. Ihr habt vielleicht schon von mir gehört. Nicht wirklich. Kommen wir zum Geschäft. Augen der Abendzeit, elektrische Schale. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Okay, der Leitfaden für Anvil. Okay, Wiedersehen. Der hat jetzt nichts, was mich interessiert, glaube ich. Fragen? Habt Mitleid, schöne Dame. Ich hab nichts zu essen. Eine Münze für einen Kosmos alten der Betrüger. Viera Leros. Nachrichten. Gibt es einen Schmied in Tamriel, der mehr zu tun hat als Tatrose Helas? Wie ich hörte, leistet Tatrose Helas ganz ausgezeichnete Arbeit. Wahrscheinlich ist sie deswegen immer so beschäftigt. Das habe ich auch schon gehört. Seht euch vor. Gute Jagd. Etwas Merkwürdiges geht mit Adalin und Baron Bamori vor. Er hängt ständig an ihrem Rockzipfel. Das kommt mir seltsam vor.
Ich weiß nicht, was Adalin darüber denkt. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Ich möchte nicht darüber sprechen. Nun gut. Denkt ihr, das Schicksal von Quatsch könnte sich hier wiederholen? Nein, Sir. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Bis später. Seht euch vor. Wie geht's? Die Dialoge. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, wer ist denn das? Wer war nochmal der Gott des Schmieds? Oh, ich habe das jetzt gerade vergessen. Da ist noch ein Nilwurz. Achso, es gab nur den einen Eingang hier. Okay, ich dachte, ich könnte hier irgendwie durchlaufen oder so. Das Paradoxon des Bogenschützen. Ihr seid, hi. Was? Was? Frech. Einfach nur frech. Seid gegrüßt, Nord. Okay, wir gehen mal wieder hier raus. Was ein Thema während des Gesprächs weiterhin Gold. Ja, ich wollte es zu Ende lesen. So. Vielleicht nochmal kurz speichern und nochmal auf die Map gucken. Okay, das wird noch ein sehr weiter Weg sein bis Leyavin. Nudul haben wir gefunden, okay. Das da wahrscheinlich. So, da kommt wieder ein Wolf. Wir haben uns noch gar nicht hierum gekümmert. Kann das sein, dass das noch weniger wurde? Alter, was für eine Spur der dahinter lässt. So, aber diese Fußmärsche und so weiter, die dauern doch schon ein bisschen lange. Von einem Ort zum nächsten. Ich glaube, ich werde früher oder später wirklich auf Schnellreise zurückgreifen müssen.
Noch ein bisschen hüpfen. Nur der oder die? Scheint ein Weibchen zu sein. Hey! Ne? Doch ein Männchen. Dein Kopf gehört mir, du elender Doch ein Weibchen. Zeigt mir, was ihr da habt. Stürzt euch in mein Wo ist meine Waffe? Oh. Nehme ich wieder mit. Stahlbogen sogar. So, wo ist ihre Waffe? Ein Dolch. Ja, nehme ich erstmal das mit. Oder? Wir machen so. Dann gehen wir erstmal vielleicht noch ein Weilchen auf Bogen. Funktioniert ja richtig gut. Ich glaube, ich darf gleich den Wolf verprügeln. Schützefertigkeit verbessert, immerhin. So, letzten Schuss. Ja. Ist ja richtig gut. So, jetzt muss ich aber lange heilen. So, Wiederherstellung immerhin verbessert. Nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Hier kann ich warten. Machen wir so. Immer alles aufgeladen, alles wieder voll. Obwohl, wir könnten dann auch hier in der nächsten Folge weitermachen. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.